Technisat durfte sich auch auf der 50. IFA über prominenten Besuch aus der Politik freuen. Martin Stadelmeier, Chef der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, sowie Klaus Radke von der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen informierten sich über die Produktneuheiten und machten sich ein persönliches Bild vom Technisat-Stand. Ich habe in den letzten Jahren einen hervorragenden Eindruck gehabt und der hat sich wieder bestätigt. Ich finde die Produktentwicklung bei Technisat beeindruckend, wie jetzt auf die Integration von Internet beispielsweise in die Fernsehangebote eingegangen wird, denke ich, sind marktfähige Angebote von Technisat. Wie wichtig ist es, dass ein deutsches Unternehmen auch wirklich konsequent auf den Standort Deutschland setzt? Ich halte das für eine Voraussetzung, wenn man mit dem Markenzeichen Made in Germany wirbt, dass man dann auch ganz überwiegend in Deutschland produziert. Und an Technisat, aber auch an anderen sieht man, dass es dafür einen Markt gibt, wo man gutes Geld verdienen kann. Vielen Dank. Musik.